Jo, meine Kinder, was geht? Was geht ab? Endlich, 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 endlich ist es soweit. Unser Video, unser Trading-Video zum Player of the Month. Was nun eben die Premier League natürlich betrifft, zukünftig aber wohl auch die Bundesliga und die La Liga. Das Video hier wird wieder sehr ausführlich, ganz einfach aus dem Grund, weil es wieder ein Thema ist, das uns das ganze Jahr begleiten wird. Und daher ist es nun mal wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Ziel von dem Ganzen ist im Endeffekt, dass ihr seht, so einfach ist das ja gar nicht. Und ich hoffe, dass ihr dadurch wieder den Markt ein bisschen besser versteht. Weil es steckt halt doch mehr dahinter als einfach, der und der wird Player of the Month. Dann hole ich mir jetzt mal die Goldkarte und mache damit Gewinn. Ja, so leicht reden es vielleicht andere YouTuber, aber die Realität sieht halt anders aus. Ich habe ja gerade gesagt, wahrscheinlich auch La Liga, ja. Hier sieht man schon, im September ist Messi Player of the Month geworden, aber ohne irgendeine Erwähnung von EA. Ich denke, das kommt einfach erst noch, denn hier in den Files ist er schon mit dabei. Player of the Month La Liga. Dann gibt es auch noch eine gesicherte Internetseite und man sieht, da wird wohl noch was kommen. Müssen wir abwarten. Kann alles bedeuten? Kann nichts bedeuten. Das Thema, das mir in erster Linie am Herzen liegt, ist im Endeffekt Investing. Ganz einfach aus dem Grund, es ist ein sehr beliebtes Thema. Es machen sehr viele YouTuber, nicht nur national, auch international, Videos dazu, weil die Spieler natürlich auch wissen wollen, hey, in welche Karten muss ich investieren und hey, da kann ich doch bestimmt richtig viele Coins damit machen. Nun ist es aber so, dass ich nun komme und sage, hey Freunde, vom Investing, so wie es euch andere empfehlen, rate ich euch eher ab. Und das ist eigentlich auch ganz schnell erklärt, warum. Denn wie bereits gesagt, es ist nun mal sehr, sehr, sehr beliebt. Dementsprechend hast du viele Trading-Gegner. Das heißt, es gibt sehr viele Menschen. Und mit vielen Menschen meine ich wirklich sehr viele, die neben dir eben auch denken, hey, Player of the Month, da mache ich mal richtig Gewinn. Und wenn du Konkurrenz beim Trading hast, ist nie ein gutes Thema. Zum anderen muss man natürlich auch sagen, es besteht eine hohe Gefahr, dass du eine Fehlinvestition machst. Und wenn das passiert, dann kannst du richtig krass Minus machen. Jetzt mal Real Talk. Was hilft es euch, wenn ich euch ein richtig geiles Guide-Video mache für den Player of the Month? Und am Ende machen wir alle Verlust und werden alle gebumst. Damit ist keinem geholfen. Habt man ja schon bei Lucas und Hazard gesehen. Wie viele Leute hat EA damit richtig durchgebumst? Richtig, richtig viele. Und jetzt muss man sich aber vor Augen halten, die wurden gebumst, obwohl sie genau gewusst haben, beziehungsweise richtig predicted haben, dass Lucas und Hazard kommt. Aber letzten Endes waren die Goldinvestitionen für den Arsch. Man hat keinen goldenen Hazard gebraucht und man hat keinen goldenen Lucas gebraucht. Direkt als das bekannt wurde, also die Squad Building Challenge rausgekommen ist, wieder die Kurve nach unten. Beide sind um einiges wieder billiger geworden und sehr viele Spieler sind gebumst worden. Man kann es nicht anders sagen. Gleiches gilt im Endeffekt jetzt auch wieder für die Bundesliga. Viele sagen, gut, Reus wird es. Reus hat einfach die größte Fanbase und er hätte halt dann natürlich auch die beste Karte. Jetzt muss man da schon berücksichtigen, dass das aber alles andere als safe ist, dass da Reus Player of the Month wird. Bei Community Votings, abseits von EA, hat er Player die Nase vorne. Ja gut, wäre jetzt natürlich auch keine schlechte Karte, aber auch Duda ist recht weit mit dabei. Und wenn es Duda wird, sind wieder alle gebumst. Versteht ihr, man kann sich das Investieren schon leicht reden. Aber es ist halt nicht so. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, ja, Shibi, ich bin halt nicht so der Sniper oder Beater, ich mag einfach das Investieren, dann müsst ihr schauen, dass ihr halt sinnvoll in Karten investiert, in die andere eher nicht investieren. Zum anderen sollten die Investitionen aber auch weitergedacht sein, dass man sagt, gut, ich habe investiert in diese Karte, jetzt ist ein komplett anderer Player of the Month gekommen, als ich erwartet habe. Ich brauche den gar nicht, aber es kommt bestimmt noch eine andere Squad-Building-Challenge. Da kommt die Zeit von meiner Karte und dann wird sie steigen. Das ist noch wichtig. Ja, ihr wisst, ich versuche euch da ja immer zu inspirieren. In dem Fall gebe ich euch als Beispiel mal Niklas Süle. Warum? Ganz einfach. Ich sage mal, er ist so der einzige Innenverteidiger aus der Bundesliga, den sich jeder leisten kann. Also so 4.000 bis 5.000 Coins, die wird jeder übrig haben. Darüber ist eben Naldo, Boateng, Hummels, die eher nicht, ne? Und bei einem Reus oder Player oder vielleicht auch einem Duda ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass man ihn brauchen wird. Das heißt, bei High-Rated Squad Building Challenges in erster Linie greifen die Leute dann auf Süle zurück, weil Naldo, Boateng, Hummels zu teuer und dann ist da hier eine 84er, ist die einzige 84er Karte, danach hier kommt Tar mit 83, Toprak nur noch 82 und gut, im Normalfall braucht man eben einfach ein hohes Rating. Und selbst, jetzt kommen wir zu dem Punkt wieder, den ich gemeint habe, weiterdenken.
sagen wir mal Player of the Month SBC, Bundesliga kommt raus und man braucht Gesamtwertung 83. Erster Gedanke, hey, Süle braucht man doch dann eher nicht. Falsch. Denn guckt man zum Beispiel in die Bundesliga, in die Linksverteidigung, dann seht ihr hier, gibt es eigentlich nur einen High-Rated-Spieler und der ist überteuert. Alaba. Dann geht es nur weiter mit 78ern. Guerrero, Wendell, Schulz, Roussillon und so weiter. Heißt ganz einfach, selbst wenn du nur ein 82er Gesamtrating brauchst, aber einen Linksverteidiger, dann musst du da ja wohl oder übel einen Schulz nehmen. Heißt ganz einfach, auch wenn du für die Squad-Building-Challenge nur ein 82er oder 83er Rating brauchst, musst du das wieder reinholen, weil zum Beispiel bei der Linksverteidigerposition es einfach keine High-Rated-Karte gibt, die bezahlbar ist. Und wenn du dann eben nur einen 78er Linksverteidiger hast, dann brauchst du ja wieder Karten, die das Rating ausgleichen. Also Karten über 82 und 83. Versteht ihr? Zudem ist die Innenverteidigerposition ja eben eine Position, die du immer brauchst. Egal, welche Formation EA dir vorgibt. Du wirst sie immer brauchen. Es gibt keine Formation ohne Innenverteidiger. In jeder existierenden Formation brauchst du mindestens zwei Innenverteidiger. Und deswegen kommt bei einem Spieler wie Süle einfach alles zusammen. Ihr merkt schon. Und wie gesagt, selbst wenn es so unglücklich läuft, dass man ihn nicht braucht, ja, es ist nicht gerade unwahrscheinlich, dass es dann innerhalb der nächsten Wochen eine andere Squad-Building-Challenge geben wird, wodurch dann 84er wieder steigen. Und im allerschlimmsten Fall musst du halt einen Monat warten. Aber Süle ist nun eben so eine Karte, bei der man ganz einfach sagen kann, dadurch, dass es nun eben einen Bundesliga-Player of the Month gibt, es wird seine Zeit kommen. Beziehungsweise Zeiten, wo er einfach steigen wird. So viel zum Thema Investieren. Nun kommen wir zu dem Thema, was ich euch eher empfehle. Da nehmen wir wieder Premier League als Beispiel. In dem Fall muss ich mich quasi auf die Premier League beziehen, weil Bundesliga und La Liga weiß man halt noch nicht, wie es ablaufen wird. Wer gibt es bekannt? Wann wird es bekannt gegeben? Und so weiter. Das wird zwar auch noch kommen, aber Stand jetzt weiß man es einfach nicht. Ist halt so. Bei der Premier League weiß man eben, wie es abläuft. Bei der Premier League ist es zum Beispiel so, es gibt nicht einfach nur den Player of the Month. Nein, es gibt mehrere Awards und die werden alle an dem besagten Freitag immer ausgegeben bzw. verkündet. Und am Ende dieser Awardschlange kommt immer der Player of the Month. Und es kann auch mal sein, dass was außerplanmäßig läuft, aber im Normalfall ist alles immer sehr gut geplant und kommt alles sehr pünktlich. So auch im Fall von Hazard. Hier schauen wir zum Beispiel rein, es hat angefangen mit dem jungen Spieler des Monats, müsste das gewesen sein, ja. Hier, 12. Oktober. Hochgerechnet pünktlich gekommen um 10 Uhr Vormittag. Eine Stunde später ging es weiter mit dem Tor des Monats. Auch hier wieder. Hier unten, man sieht einfach, war ein geplanter Beitrag pünktlichst gekommen um 11 Uhr. Dann gab es eine Stunde später noch den Manager des Monats und dann hier oben Eden Hazard um 13 Uhr. Auch hier seht ihr wieder pünktlichst. Heißt im Endeffekt, ich empfehle euch bei solchen Sachen, Twitter runterzuladen. Ihr müsst es privat nicht nutzen. Mache ich auch nicht. Ich finde Twitter so an sich schrecklich. Aber es ist in dem Fall eben der Mittel zum Zweck. Ist einfach so. Da müsst ihr eben den wichtigen Seiten folgen. Bundesliga Official, Premier League und eben EA Sports. Und dann seht ihr eben diese Vorgänge. Und wenn ihr schon seht, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr kommen die ersten Awards pünktlich. Da weißt du eigentlich, gut, nach Manager kommt der Spieler des Monats. Dann kannst du schon um 12.58 Uhr deine Playstation anschalten oder was auch immer. Denn du weißt, um 13 Uhr ist die Squad Building Challenge online. Und so war es dann eben auch. Punkt 13 Uhr war die online. Und jetzt können wir mal kurz noch schauen, was ich denn Schönes gemacht habe. Ich bin um 13 Uhr online gegangen, habe gleich in die Challenge reingeschaut, habe gesehen, ah ja, es sind 6 oder 7 mehrere Challenges auf jeden Fall. Bin erstmal runtergegangen. Also ich nehme nicht einer der ersten Challenges, sondern eher die unteren. Und da muss man eben ganz schnell schauen, welche Karte braucht man für die Squad Building Challenge, die man vorher eben nicht erahnen konnte. Antwort zum Beispiel Camarasa von Cardiff. Ganz einfach aus dem Grund, man hat eben für die Challenge einen High-Rated-Spieler gebraucht und Cardiff hat nicht wirklich High-Rated-Spieler. Heißt, ich habe ihn mir schnell für 1300 Coins gekauft. 10, 15 Minuten später, ihr seht es hier, direkt wieder für 2400 Coins auf den Markt gestellt. Habe ich 6, 7 Mal gemacht. Den Gewinn habe ich gerne mitgenommen. Ganz klar, das ist kein Gewinn mit, ja, eine Karte gekauft, bisschen gewartet und 50.000 Gewinn. Nein, aber in der Menge läppert es sich erstens und zweitens, ihr seid da auf Nummer sicher. Ich hätte auch auf irgendeinen Inform gehen können und sagen können, da investiere ich. Habe ich wieder nicht, ganz einfach aus dem Grund,
weil ich wusste, gut, bei Player of the Month, was machen die meisten? Entweder sie investieren in die Goldkarte vom Gewinner oder in Informkarten. Dann nehme ich doch lieber hier einen Spieler wie Camarasa, von dem ich weiß, das hat keiner kommen sehen, der muss steigen. Das ist eben, was ich meine, man darf dann nicht gierig sein und denken, boah, das geht alles voll einfach und der Gewinn kommt mir zugeflogen. Nein, so ist es nicht. Deswegen halte ich jetzt vom Player of the Month Investing nicht wirklich viel, sondern nehme auch hier lieber wieder die, ja, sagen wir mal schon, relativ sichere Methode. Wie ihr das macht und eure Erfahrungen könnt ihr gerne in die Kommentare posten. Wie gesagt, ich halte das mit dem schnellen Bieten und gleich wieder Verkaufen für sinnvoller, auch wenn der Gewinn dann nicht 100.000 Coins heißt, aber Gewinn ist Gewinn. Vor allem nach wenigen Minuten und ohne Zittern. Man muss ja immer berechnen, beim Investing hast du immer die Möglichkeit zu verlieren. Du kannst nicht nur gewinnen. Tja, und das waren dann eben meine 50 Cent zum Player of the Month Trading. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und auch weitergeholfen. Wie gesagt, ich finde, man muss das Kind auch immer irgendwo beim Namen nennen und nicht dauernd irgendwie vom Wunschdenken reden. Weil ich würde mir auch wünschen, dass ich eine Karte kaufe und einen Tag später ist sie 500.000 mehr wert. Wünschen kann ich es mir. Aber dass es so eintrifft, eher nicht, ne? In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und haut rein.